Mon Martin, monsieur, dame, c'est le mari le plus beau de la semaine. C'est des femmes et des œufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. This is the women and eggs, we don't want to die in hospital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Es ist früh morgens, meine Stimme ist belegt. Ja. Der Fußboden klebt in der Wohnung. Ich wisch öfter mal feucht durch. Ja. Deshalb ist die Stimme so ein bisschen belegt. Das Thema ist Patientenverfügung. Ich habe ein Handbuch, das Vorsorgehandbuch der Verbraucherzentrale. Das letzte Thema war die formalen Anforderungen an eine Patientenverfügung. Auf der Seite 21 gibt es zwei Punkte, die ich zur Wiederholung nochmal erwähnen möchte. Zum einen ist hier dick orange geschrieben, kann jeder Mensch eine Patientenverfügung aufsetzen? Grundsätzlich ja, wenn er volljährig ist. Wichtig ist, dass der Verfasser ist in der Lage zu begreifen, was er festlegt. Man muss nicht geschäftsfähig sein. Auch wer einen Betreuer hat, kann trotzdem eine Patientenverfügung erstellen, wenn er den Sinn versteht. So, dazu gibt es hier auch einen Absatz und in dem Absatz wird das nochmal. In Juristendeutsch ausgedrückt, da geht es um die Einwilligungsfähigkeit und gut zu wissen, einwilligungsfähig ist, wer erkennen kann, welche Folgen eine Zustimmung oder Ablehnung zu einer vorgeschlagenen Behandlung haben wird. In einem Zustand der Verwirrung mag man Angst vor einer Spritze haben und sie deshalb ablehnen, aber vielleicht nicht erkennen, dass die Verweigerung zu einer Verschlechterung der Gesundheit führt. Ja. Einwilligungsfähigkeit ist immer ganz wichtig, da müssen sich Ärzte auch von überzeugen. Die wenigsten Ärzte tun das, sie machen sich damit strafbar. Manchmal wird man unter Zwang behandelt und die Ärzte kümmern sich gar nicht um Einwilligungsfähigkeit. Ich finde das so dermaßen daneben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, ich bin auch kein Mitglied in irgendeiner Ärztekammer. Ich weiß warum. So. Jetzt sind wir beim Thema Aufbewahrung und Hinterlegung angekommen. Der Kaffee hilft. Das ist die Seite 22. Das Ganze geht bis 24 und man wird nochmal darauf hingewiesen, in einem roten Kasten, dass es auf den Seiten F3 bis F8 Fragen zu den persönlichen Vorstellungen gibt und auf den Seiten F11 bis F15 Formulierungshilfe für die Patientenverfügung. Bei Patientenverfügung sollte man nicht einfach was ankreuzen, sondern man sollte das selbst formulieren. Habe ich vorher schon mal was gesagt. Aufbewahrung und Hinterlegung. Die Verfügung sollte so aufbewahrt werden, dass sie bei Bedarf leicht gefunden wird, zum Beispiel bei den persönlichen Unterlagen. Teilen Sie Angehörigen und Ihren Ärzten mit, dass Sie eine Verfügung verfasst haben. Außerdem ist es gut, wenn Sie eine Informationskarte mit sich führen, die auf die Verfügung und den Aufbewahrungsort hinweist. Diese Karte stecken Sie am besten zum Personalausweis oder anderen persönlichen Papieren im Portemonnaie. Steht im Ernstfall
Fall eine Entscheidung an, muss die Patientenverfügung im Original vorgelegt werden. Für Ihre eigenen Unterlagen und für weitere Vertrauenspersonen benötigen Sie Kopien. Falls Sie Ihre Patientenverfügung ändern, sollten Sie sich die alte Version von Ihren Vertrauenspersonen zurückgeben lassen und Ihnen eine neue Version aus neue Fassung aushändigen. Es gibt Organisationen und gewerbsmäßige Anbieter, die die Patientenverfügung gegen eine Gebühr an einer zentralen Stelle hinterlegen. Mein Tipp an der Stelle ist immer das Amtsgericht. Das ist hinreichend lokal, es kostet nicht die Welt. Ich hätte gesagt, weniger als beim Anwalt und ist besser. Sollte ich vielleicht nicht sagen, ich weiß nicht, was das beim Anwalt kostet. Das Amtsgericht ist so ein Ort, in Solingen geht es auch beim Krankenhaus. Hausärzte, weiß ich nicht, ja. So, hinterlegen. Manche bieten an, jährlich daran zu erinnern, die Verfügung neu zu unterschreiben oder zu aktualisieren, ist nicht unbedingt nötig. Ob Ihnen die Erinnerung die Gebühr wert ist oder ob Sie selbst an eine regelmäßige Überprüfung denken, müssen Sie für sich entscheiden. Die Aufbewahrung in einem zentralen Archiv bietet den Vorteil, dass die Verfügung sicher untergebracht ist. Allerdings sollten Sie sich vergewissern, dass das Original bei Bedarf auch am Wochenende oder an Feiertagen innerhalb von 24 Stunden dem behandelnden Arzt oder einem Bevollmächtigten vorgelegt werden kann. Fragen Sie nach, wie das Verfahren genau geregelt ist. Und Sie sollten den Blick behalten, ob ein solches Angebot für Jahre und Jahrzehnte aufrechterhalten werden kann. Das ist sicherlich beim Amtsgericht der Fall. Tipp: Steht ein größerer medizinischer Eingriff an, sollten Sie Ihre Patientenverfügung vorher noch einmal überprüfen und eventuell anpassen. Weisen Sie den behandelnden Arzt darauf hin, dass Sie eine Patientenverfügung haben. Sie können ihm auch eine Kopie der Verfügung geben, mit der Bitte, diese bei Ihren Krankenunterlagen aufzubewahren. Die Hinterlegung einer Patientenverfügung beim Gericht wäre sicherer, ist aber leider einzeln nicht möglich, halte ich für ein Gerücht. Bei einigen Bundesländern können Sie jedoch eine Betreuungsverfügung hinterlegen und diese mit einer Patientenverfügung kombinieren. Außerdem können Sie Ihre Verfügung gegen eine Gebühr bei einem Notar hinterlegen. Doch auch hier gilt, im Ernstfall sollte innerhalb von 24 Stunden auf die Verfügung zugegriffen werden können. Okay. Meine Information ist anders. Ich werde es mal mit einer Patientenverfügung einzeln beim Amtsgericht versuchen. Zur Not muss ich noch eine Betreuungsverfügung hinten dran legen. So. Aufbewahrung und Hinterlegung war das. Da sind zwei Sachen fett gedruckt. Einmal die Informationskarte, die man mit sich führen sollte, die auf die Verfügung und den Aufbewahrungsort hinweist. Und das Wort Original ist fett gedruckt. Eine Patientenverfügung sollte dann schnell im Original vorgelegt werden. Stellen, wo man das hinterlegt, müssen das innerhalb von 24 Stunden tun. Gut, und es gibt einen Tipp, den lese ich nochmal vor und dann war es das auch schon für diese Folge. Tipp: Steht ein größerer medizinischer Eingriff an, sollten Sie Ihre Patientenverfügung vorher noch einmal überprüfen und eventuell anpassen. Weisen Sie den behandelnden Arzt darauf hin, dass Sie eine Patientenverfügung haben. Sie können ihm auch eine Kopie der Verfügung geben, mit der Bitte, diese bei Ihren Krankenunterlagen aufzubewahren. Gut, das war's. Seele, Mann, Liebe, Liebe.
besten Mann. Es gibt einen blauen Himmel und einen schönen Sommer. Tschüss.